Wir sind Marie und Jan, reisen seit mittlerweile 4 Jahren um die Welt, haben mehr als 36 Länder und 5 Kontinente bereist. Wir lieben Roadtrips und haben zum Beispiel schon auf den Vordersitzen von unserem Aygo geschlafen, im Kofferraum vom Mietwagen und vieles mehr. Jetzt haben wir uns den Traum von einem Van erfüllt. Wir bauen ihn gerade selbst aus und werden in ihm Vollzeit leben. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie wir unsere Heckscheiben eingebaut haben. Fast so schwierig wie die Suche nach einem passenden Beifahrersitz war jetzt die Suche nach passenden Heckscheiben bei uns. Wir haben nämlich die Besonderheit, dass wir einen 270-Grad-Türöffnungswinkel haben. Das heißt, die Tür kann man einfach so weit aufmachen, dass sie quasi gegen die Seitenwand gegenkommt oder fast gegen die Seitenwand gegenkommt. Und da ist das Problem, dass wenn man einfach normale, gängige Heckscheiben nehmen würde, die es halt so für den Campingbedarf gibt, dass das Scharnier im Endeffekt, wenn man die Tür ganz weit aufmacht, die Scheibe zersprengt. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir brauchten unbedingt Heckscheiben, die so eine Aussparung für das Türscharnier haben. Oder wir hätten theoretisch halt auch neue Scharniere kaufen können, aber das wollten wir auch nicht. Und haben dann auch die passenden Heckscheiben tatsächlich gefunden. Also man kann auch originale Heckscheiben verwenden. Aber bei uns war das Problem, dass das mit dem Baujahr nicht hingehauen hat. Also wir hätten die nicht benutzen können bei unserem Baujahr. Und die waren auch ziemlich teuer, auf jeden Fall wesentlich teurer als die, die wir uns jetzt gekauft haben. Und die wir jetzt haben, die haben wir auch eigentlich eher zufällig gefunden, als wir bei Google wegen was ganz anderem gesucht haben. Weil die unter einem komplett anderen Produktnamen und unter komplett anderen Produktbildern angegeben waren. Und wir haben das dann eigentlich eher zufällig gesehen. Aber da denken wir uns auch, die ganzen Camping-Online-Shops, die können einfach so viel mehr Geld verdienen, würden sich einfach Mühe geben und vernünftige Produktbilder reinmachen und die Sachen auch richtig benennen, und würde man auch bei denen, bei den Suchleisten, einfach auch die Sachen finden, die man sucht. Weil das war bei uns nicht der Fall, und wir wissen halt von Instagram, dass es vielen Followern auch so ging, dass sie halt lange nach diesen 270 Grad Öffnungswinkelfenstern gesucht haben. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt mit unserer Entscheidung zufrieden. Wir haben uns die Scheiben schon angeguckt und wir glauben, es wird sehr, sehr cool aussehen. Finde es aber halt einfach nur nervig, dass einem die Suche dann so ein bisschen schwer gemacht wird. Und ich wollte euch noch Möglichkeiten zeigen, die ihr habt, falls ihr es nicht so machen wollt wie wir. Also erstmal sage ich, was wir jetzt vorhaben. Und zwar haben wir hier quasi schon so ein vorgefertigte Vorlage hier, wo ein Fenster hin kann. Das heißt, hier werden wir alles komplett aussägen und da wird dann überall eine Scheibe sein. Aber man könnte theoretisch auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, einfach das Scharnier wechseln. Also wir haben jetzt 270 Grad. Falls ihr das auch habt, könnt ihr es, glaube ich, zu 180 wechseln. Dann könntet ihr halt auch andere Fenster benutzen. Oder man nimmt einfach Ausstellfenster. Dann hat man hier nicht diesen ganzen Ausschnitt als Scheibe, sondern nur einen kleineren davon und kommt da auch gar nicht mit dem Türscharnier in die Quere. Solche Fenster kann man dann halt auch aufstellen, was ganz cool ist, wenn man ja die aufstellen möchte. Uns persönlich reichen Scheiben und wir finden es halt cooler, weil man dann eine größere Fläche als Scheibe hat als bei den Ausstellfenstern. Und was man auch machen könnte, wäre ein Türauffangbändchen, heißt das, glaube ich, dran zu machen. Dann kann die Tür auch nicht so weit aufgehen, dass man diesen 270 Grad Öffnungswinkel so oder so nicht erreichen würde. Eigentlich wäre es total einfach, hier den Ausschnitt zu sägen, weil wir hier die perfekte Aussparung haben. Das einzig Blöde ist, wir können mit der Stichsäge nicht so gut hier ansetzen. Deswegen werden wir von innen hier die Löcher bohren und den Ausschnitt von außen sägen, weil wir da die Stichsäge perfekt aufsetzen können. Herzlich willkommen beim Heckscheiben-Messestand. Nein, Spaß. Also was richtig cool ist, man hat bei dem Fenster eine Anleitung mit dabei. Da steht wirklich alles drauf, was man machen muss. Das hatten wir jetzt bei den anderen Fenstern nicht so. Und hier steht drauf, welche Materialien man noch zusätzlich bestellen muss. Und unter anderem haben wir halt so ein Scheibenklebeset bestellt. Das haben wir pro Fenster zweimal bestellt. Brauchten wir noch den Aktivator, den Kantenschutz, den haben wir uns auch noch bestellt. Den brauchen wir nämlich auch. Und einen Saugkleber. Und den Rest hatten wir eigentlich alle schon. Und jetzt wird das Fenster eingebaut. Dazu mussten wir als allererstes die Bohrlöcher einzeichnen und sind dabei 4 mm von der Schnittkante nach innen gewandert, damit wir nicht über die Schnittkante bohren. Mit einem 4 mm Bohrer haben wir vorgebohrt und anschließend mit einem 8 mm Bohrer nachgebohrt, damit das Loch groß genug für die Stichsäge ist. Danach haben wir von außen die Löcher leicht gesenkt, die komplette Fläche gesäubert und mit Kreppband die Bohrlöcher, also unsere zukünftige Schnittfläche, verbunden, damit der Lack nicht zerkratzt. Seid da bloß nicht zu zimperlich und tragt ruhig doppellagig auf. Draußen haben wir jetzt die geraden Schnittkanten schon angezeichnet. Das war ziemlich einfach. Das einzige Problem, was wir hatten, sind hier die abgerundeten Ecken. Und dafür hatte ich mir eine Schablone gebastelt. Einfach aus Backpapier habe ich quasi die Ecken abgepauscht und habe das Ganze dann nochmal auf Pappe getan, habe das dann ausgeschnitten. Daraus haben wir jetzt diese Schablone gemacht. Die passt nämlich genau hier rein. Und das werden wir jetzt benutzen, um draußen die abgerundeten Ecken anzuzeichnen.
Einzeichnen mit der Schablone hat außen auf jeden Fall funktioniert. Ob das Ganze dann auch so passt mit dem Ausschnitt, das werden wir dann gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir von außen nochmal alle Schlitze geschlossen, wo theoretisch Späne reinfallen können. Und das gleiche haben wir jetzt hier auch gemacht. Hier haben wir wieder so eine Vorrichtung aus einem Müllsack gebaut, damit hier die ganzen Späne aufgefangen werden, um möglichen Rost vorzubeugen. Schnittkanten haben wir nur mit einer Metallfeile gesäubert. Hier könnt ihr auch nochmal gut sehen, warum so ein Auffangschutz so wichtig ist. All diese Späne würden sonst quer durch euren Van fliegen und vor sich hin rosten. Und zu guter Letzt haben wir noch einmal ordentlich gesaugt. Das mit dem Aussägen hat richtig gut geklappt, auch mit den Schablonen. Und ja, wir sind extrem zufrieden. Jetzt haben wir noch mehr Licht im Van. Jetzt müssen wir die Stellen hier nur noch behandeln und dann kann die Scheibe auch schon draufgeklebt werden. Dafür haben wir zunächst die Schnittkanten mit Bremsenreiniger gereinigt, um anschließend die Schnittkanten mit 3-in-1 Metallschutzlack zu versiegeln. Nachdem der Metallschutzlack getrocknet war, haben wir den Kantenschutz unten in der Mitte beginnend angebracht und mit einem Gummihammer vorsichtig reingeklopft. Dann haben wir erstmal grob geguckt, ob das Fenster überhaupt passt und wie wir es am besten anbringen können. Zum Verkleben der Scheibe haben wir das Blech ganz leicht mit Schleifvlies angeraut, aber wie gesagt nicht zu doll, da sonst Rostgefahr besteht. Danach zuerst das Blech und anschließend das Fenster mit Bremsenreiniger gereinigt. Den Aktivator bzw. Cleaner auf dem Blech und Fenster aufgetragen und 10 Minuten ablüften lassen. Den Primer wie im Datenblatt beschrieben vorbereitet. PS, übrigens sollte man sich immer das Datenblatt vorher durchlesen, bevor man etwas verwendet. Den Primer haben wir dann ganz flächig auf dem Blech und Fenster aufgetragen. Dafür hatten wir den Primer immer wieder in eine kleine Schüssel gefüllt. Den Primer haben wir ebenfalls 10 Minuten ablüften lassen. Jetzt konnte der Klebstoff angebracht und anschließend die Scheibe angedrückt werden. Besonders in den Ecken haben wir die Scheibe nochmal ordentlich angedrückt und anschließend haben wir die Scheibe mit Tape fixiert. Wie ihr gesehen habt, das Fenster ist dran und es sieht richtig gut aus. Wir sind so froh, dass wir uns für diese Fenster entschieden haben. Auch von innen sieht das Ganze super schön aus. Und eigentlich hat auch gestern fast alles ganz gut funktioniert. Das Einzige, worauf wir leider nicht geachtet haben, ist hier bei der Aussparung. Hatten wir den Primer, also als wir den Primer aufgetragen haben, haben wir an die Aussparung zwar gedacht, aber wir hätten nicht gedacht, dass die Aussparung so groß ist. Deswegen guckt der Primer hier so ein bisschen raus, was nicht so schön ist. Aber wir haben uns halt überlegt, dann fahren wir vielleicht zu einem Lackierer und lassen das überlackieren, dann sieht das wieder in Ordnung aus. Und wie gesagt, hat gestern eigentlich alles gut funktioniert, außer als wir den Klebstoff aufgetragen haben, hatten wir das Problem, dass der Klebstoff nicht so leicht rausging. Aber das Ganze hätte man vermeiden können, hätten wir den Klebstoff vorher erhitzt. Das werden wir jetzt bei der anderen Scheibe dann machen. Auf jeden Fall hatten wir dann so ein kleines Zeitproblem, weil der Klebstoff, der härtet schon nach knapp 8 Minuten, vielleicht sind es auch 10 Minuten aus, laut Datenblatt. Und deswegen mussten wir uns so ein bisschen beeilen und haben dann mit ganz viel Kraft den Klebstoff rausgepresst. Und eigentlich hat dieser Aufsatz von dem Klebstoff, also diese Spitze hier, hat schon so ein perfektes V reingeschnitten, damit man später so eine richtig schöne Pyramidennaht hinbekommt. Die haben wir jetzt teilweise halt nicht hinbekommen, weil wir aus dieser Spitze den Klebstoff einfach nicht rausbekommen haben. Naja, auf jeden Fall hat jetzt alles funktioniert und die Anleitung, die wir hatten, die haben wir Schritt für Schritt befolgt, aber die Anleitung ist nicht für so ein Heckfenster gedacht, sondern eher für so ein Seitenfenster und das ist prinzipiell breiter und dafür sollte man dann halt 2 Kartuschen hiervon verwenden. Jetzt haben wir genau für dieses Fenster auch 2 Kartuschen verwendet, was vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber wir haben uns gedacht, wir haben lieber mehr Klebstoff dran als zu wenig und irgendwie ist es auch ein mulmiges Gefühl zu wissen, dass die Scheibe nur vom Klebstoff gehalten wird. Wir wissen, dass das halt Standard ist und dass es halt auch richtig so ist, dass Windschutzscheiben bei normalen Autos auch nur geklebt werden. Und dann hatten wir uns noch gefragt, ob der Kantenschutz, den wir jetzt so angebracht haben, ob das so richtig rum ist. In der Anleitung wurde es halt genau so gezeigt und wir haben uns, wie gesagt, an die Anleitung gehalten. Naja, jetzt lassen wir das Ganze so, weil wir halten uns an die Anleitung. Und dann haben wir uns noch gefragt, wie man am besten diese Lücke hier schließt, weil das Fenster bzw. das Glas liegt nicht direkt auf dem Blech auf, sondern das ist so eine kleine Lücke, weil der Klebstoff ja auch eine gewisse Stärke hat. Wir haben uns da schon überlegt, ob wir das Dekasil nehmen, was wir für die Seitenfenster genommen haben, als Dichtmittel, um das Ganze schön abzuschließen. Da sind wir uns noch so ein bisschen unschlüssig, weil wir wollen nicht, dass sich das Wasser hier irgendwie drin sammelt oder so. Wir wollen das Ganze schön abschließen. We'll be right back.
Wir sehen können, die zweite Scheibe ist jetzt auch drin und wir finden, es sieht unglaublich gut aus. Wir sind sehr, sehr zufrieden damit. Und bei der Scheibe sind wir sehr gut mit den zwei Kartuschen zurechtgekommen. Das Einzige, was wir euch nur empfehlen würden, wäre, glaube ich, noch eine bessere Kartuschenpresse. Also wir haben schon eine mit einer Ratsche, die eigentlich ziemlich gut ist. Aber trotzdem, ja, die offene Zeit einzuhalten, also die das Datenblatt vorschreibt, um die Scheibe anzubringen, das war schon ein bisschen kritisch, beziehungsweise ein bisschen knapp. Deswegen würden wir euch eine bessere Kartuschenpresse empfehlen. Übrigens haben wir uns nochmal über den Kantenschutz informiert und wir haben ihn genau richtig rum verwendet. Wir waren uns ja anfangs ein bisschen unsicher, aber das stimmt alles, so wie wir es gemacht haben. Und das noch als Auflösung. Wir haben jetzt für eine einzige Scheibe inklusive der verwendeten Materialien 176 Euro bezahlt, was wir vergleichsweise günstig finden, wenn man bedenkt, dass die originalen Scheiben, also die von, ich glaube, Fiat sind die, 220 Euro kosten würden und das ohne der Materialien, die man noch für den Einbau braucht. Und da finden wir, dadurch, dass sie auch noch getönt sind, was die originalen Scheiben nicht wären, sind wir ziemlich günstig bei weggekommen. Wir haben uns übrigens auch einen Innenspiegel gekauft, jetzt wo wir Heckscheiben haben und nach hinten durchgucken können, wollte Jan gerne einen Spiegel haben. Wir sind gerade noch überlegen, ob der groß genug ist oder zu klein. Das ist kein Originalspiegel für das Fahrzeug, weil beim Originalspiegel müsste hier so ein Adapter sein, wo man den Spiegel gleich reinklippen kann. Den haben wir nicht. Deswegen haben wir einen zum Aufkleben gekauft. Das ist aber halt so ein normaler Autospiegel, der halt für kleine Autos gedacht ist eigentlich. Oder für normal große Autos halt, aber nicht für einen Van. Aber wir machen das jetzt mal dran und gucken, wie es funktioniert. Der Spiegel sitzt. Ich kann jetzt perfekt durch die Scheiben nach hinten gucken. Gefällt mir bis jetzt richtig gut. Ob uns das dann so auch, keine Ahnung, nach einem Monat auch noch so gefallen wird, das sehen wir dann. Aber aktuell sind wir sehr zufrieden damit. Auch von innen sieht es richtig gut aus, finden wir. Der Ausschnitt ist uns auch sehr gut gelungen und wir sind einfach so zufrieden mit den Fenstern. Wir freuen uns auch einfach schon voll darauf, dann irgendwo am Meer zu stehen oder so, ja, und von innen nach außen durchgucken zu können, das Meer beobachten zu können, Leute beobachten zu können, ohne dass die uns von außen sehen können. Das finden wir halt voll geil mit den, ja, mit der Tönung einfach. Das Einzige, was uns noch so ein bisschen stört, was wir aber noch, ja, korrigieren lassen werden, ist, dass uns an manchen Stellen Aktivator runtergelaufen ist. Das sieht man, wenn man es sehen möchte. Also wir sehen es, andere würden, oder ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen. Und wir hatten ja so oder so vor, nochmal zum Lackierer zu fahren hier in unserem Ort und dass der da nochmal drüber guckt und dann auch diese Aussparung, wo wir das ein bisschen versaut haben, halt, ja, korrigiert und halt diesen Aktivator entfernt. Aber sonst sind wir halt voll zufrieden. Sehr. Und damit war es das auch mit diesem Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Falls ja, und falls es euch auch weitergeholfen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, gerne ab damit in die Kommentare und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.